München, der Blick auf die Weltstadt mit Herz. Dieser Blick bestimmt das Bild der Stadt, ihre Klischees und die Meinungen, die es über sie gibt. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Deutschland braucht Bayern. Deutschland braucht Bayern. Welche Blicke lassen die Bilder der Stadt entstehen? Und welche Bilder zeigen ihren wirklichen Charakter, ihr Herz? Sind es die schnellen Blicke von Touristen, die über die Fassade der Stadt streifen? Das Bild einer reichen, konservativen Stadt, das jeder kennt? Sind es die Klischees der Stadt, worauf sie reduziert wird, ihre reine Oberfläche? Dieses Bayern ist durch Geist, Charakter und Leistung seiner Bevölkerung, der alten und der neuen Bürger, unter dem Zeichen der politischen Führung der CDU, CSU, zu dem geworden, und in Bayern der CSU, zu dem geworden, was es heute ist. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Deutschland braucht Bayern. Deutschland braucht Bayern. Was genau ist diese Stadt, die sich selbst Weltstadt nennt? Und was macht ihre Seele aus? Was findet man in dieser Stadt, wenn man ihr Zeit gibt, sich zu zeigen? Welches Bild verbirgt sich hinter der Fassade, abseits der Klischees? Eine Stadt und ihre Bewohner. Menschen, die in und mit ihrer Stadt leben. Menschen, die ein Teil der Stadt geworden sind, die etwas geben und von ihr etwas zurückbekommen. Pass auf Schwarzenbeck. Schwarzenbeck geht vor. Er schießt.
Tor! Tor! Das ist der Ausgleich! Tor für die Bayern! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Hans-Georg Schwarzenbeck, genannt Katsche. Der beste Vorstopper der 70er Jahre. Weltmeister 1974. Während seine ehemaligen Kollegen vom FC Bayern als Trainer oder Manager arbeiten, leitet er einen Zeitschriftenladen in der Au. Ich bin gelernter Buchdrucker. Aber wie gesagt, dann, wie ich ausgelernt habe, habe ich mir dann sofort entscheiden müssen und habe mich natürlich auch gerne entschieden. Und dann bin ich Profi geworden. Und dann mein dritter Beruf, selbstständiger Kaufmann. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte keine Manager- oder Trainerkarriere einschlagen. Das war mir schon klar, während ich noch gespielt habe. Da war ich nicht der Typ dazu. Wollte ich auch gar nicht. Durch das, dass meine Tante so einen Laden gehabt hat, den Laden, dann habe ich mir das angeschaut, wie das so läuft. Hab das eine Zeit lang einmal probiert, ob ich überhaupt mit Kunden und mit Leuten umgehen kann. Und dann hat mir das ganz gut gefallen. Und es ist, der Laden läuft recht gut. Dann bin ich dabei geblieben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich so recht zufrieden, bin mein eigener Herr. Und ist genau der Rahmen, der mir passt. Ich bin eigentlich recht also im Grunde zurückhaltend, vielleicht ein bisschen, wenn man es so sieht, ein bisschen stur, nicht gleich drauf losplaudern. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und habe halt nicht dieses, Gott sei Dank, also wie soll ich sagen, dieses, dass ich unbedingt ein Star, die Nummer 1 sein will. Ich habe viel erreicht, alles erreicht im Fußball. Ich bin wegen den, ich habe mich immer so wohl gefühlt, wie ich, was ich gemacht habe, ohne dass ich irgendwas verstellen mich habe müssen. Ich bin halt einfach so. Das wird gleich bitte schon mal Schwarzenbeck. Dann das neue Buch von Kafka. Kommt das noch nicht? Und das Fernsehprogramm, Sie wissen schon von Premiere. 94, 71. Durch das, dass ich mit Bayern noch geschäftlichen Kontakt habe, Bürosachen verkaufen, sehe ich die natürlich am Säbener. Der Beckenbauer ist, den sehe ich fast nie, aber an Uli Hoeneß sehe ich, Rummenigge hin und wieder, Müller-Gerb. Mit dem FC Bayern war ich ja in den entlegensten Orten, wir waren in Cali oder hauptsächlich in Südamerika drüben. Die haben also, wie gesagt, es war Beckenbauer, Müller, der FC Bayern selber war also wirklich bekannt. Die einzelnen Spieler, so wie, wie ich oder irgendein anderer Spieler nicht, aber wenn wir irgendwo gefragt worden sind oder erkannt worden sind, weil wir, wenn wir mit Bayern unterwegs waren, dann waren wir meistens entweder haben einen Trainingsanzug angehabt und da war Bayern drum oder München, dann haben sie auch entweder Oktoberfest, Hofbräuhaus oder wie gesagt Beckenbauer Müller war das Erste. Und die haben also schon gewusst, um das ist meistens gegangen. München ist schon eine Weltstadt. Ich empfinde das schon, weil ich sieht man ja, wenn es Oktoberfest ist, wer alles da ist. Das allein, das ist natürlich von der Größe her, zählt wahrscheinlich nicht so. Aber rein vom Gemütlichen und vom ganzen Flair ist schon eine Weltstadt. Es ist immer noch, in Anführungsstrichen, gemütlicher, als wenn es irgendwo in New York oder in Tokio, ich kann jetzt nur von dem reden, was ich selber erlebt habe, oder auch in Südamerika, in Buenos Aires, im Zentrum bist. Und wie gesagt, das ist halt doch sehr zentral und wesentlich, ja, im Grunde noch schön ruhig. Das Herz einer Stadt sind immer bestimmte Viertel, so wie die Au, Heidhausen, Schwabing, Slechel, Glockenbachviertel, also St. Gärtnerplatz, das ist das Herz von München.
dass man das sich einmal anschaut. Und da sieht man auch, das kann ich ja gleich zu München sagen, da sieht man auch dann, wenn man mit den Leuten spricht, glaube ich, wenn zu mir kommen auch manchmal Auswärtige rein, fragen nach dem Weg und so. Und ich glaube, in solchen Läden, da ist es noch am interessantesten für die. Bei mir schaut er nicht Landkarte oder spricht mit mir, wo er hin muss. Und ich glaube, das wäre interessant, wenn er so reingeht, in die kleinen Läden noch. Ich bin geborener Münchner und bin sehr viel auf der Welt mit dem Fußball, durch den Fußball rumgekommen. Das war herrlich. Ich wäre wahrscheinlich nie so weit rumgekommen, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre. Aber am schönsten war es immer, wenn ich am Flughafen wieder da in München war. Das war mir also am liebsten. Und ich bin auch kein so großer Reisender. Ich bin sehr bodenständig. Für mich ist München mein Lieblingsort. Ich bin froh, dass ich da bin. Lubega. Seine Songs kennt man auf der ganzen Welt. Er lebt in Schwabing, ein Münchner, der einmal auszog, das Leben in Amerika kennenzulernen. Mir war das alles in München zu ungefährlich, zu gleich, zu routinehaft. Das, was man vielleicht später ein wenig mehr schätzt, habe ich damals natürlich nicht geschätzt. Und ich würde auch sagen, jetzt im Nachhinein war es nicht falsch. Es hätte natürlich falsch ausgehen können. Jeder weiß, wie schnell man in Trouble kommt, wenn man jung ist. Vor allem in den Vereinigten Staaten. Aber damals musste ich es tun. Und es hat mir jetzt im Nachhinein, glaube ich, zu dem verholfen, was dann später möglich wurde. Ich fand damals noch viel krasser als heute, dass das Leben in der Gefahr einen zu Bestleistungen anspornt. Ja? Also die Lethargie, die sich dann eingeschlichen hat, mit 15, 16, die war dort dann auch weg, weil man muss jeden Tag aufstehen, sein Geld verdienen, egal wie alt und jung man ist, ob man aus Europa kommt oder nicht, das war ziemlich egal. Ich musste Leute kennenlernen natürlich, was ich auch alles getan habe. Und ich habe es immerhin zu bescheidenem Erfolg in einer Bar gebracht, als Barsänger oder auch als Studiomusiker. Und das hat mir dann gezeigt, wie hart das Leben auch sein kann. Im Endeffekt, glaube ich, sollte jeder das mal machen, diese Erfahrung. Und dann zurückkommen und dann kann er die Welt hier wieder bereichern vielleicht. Das Wichtigste war, die Härte des Lebens kennenzulernen. Dadurch, dass ich auch allein war und planlos war und auch kein Riesenzeugnis in der Tasche hatte, sondern einfach nur den Traum, ein bisschen Musik zu machen vielleicht. Das, was Teenager eben so gern machen. Mädchen kennenlernen. Solche Geschichten. Also im Vergleich zu München war es wahrscheinlich wirklich das, was ich gebraucht habe. Den Arschtritt. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dann ist München wie so ein Mutterschoß. Es ist alles so soft und ruhig und angenehm ungefährlich. Und das konnte ich natürlich erst schätzen, als ich die andere Seite der Medaille gelernt habe. Schießereien in der Nacht vor der Haustür, und Schlägereien von Betrunkenen, kein Geld. Aber München ist ein perfekter Platz, um wieder zurückzukommen und gemütlich zu sein. Öfter mal Menschen, die halt sagen, dass sie zu meiner Musik Kinder gezeugt haben oder geheiratet haben oder jemanden kennengelernt haben. Das finde ich immer irgendwie positiv. Es gibt auch ganz, ganz, ganz gewaltige Sachen, die einen berühren. Wenn zum Beispiel behinderte Menschen, ne, auf die Bühne kommen und tanzen. Und das ist sowas, was wirklich Ergreifendes. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie, wirkt kitschig, jetzt das zu sagen, aber es ist irgendwie etwas, wo ich sage, dafür lohnt es sich, Musik zu machen. Vor allem, wenn ich die Nachrichten gucke und sehe, wie viel Negatives in der Welt gemacht wird mit viel Aufwand. Und Musik ist nicht wirklich ein großer Aufwand. Privatleben ist mir wichtig. Und München ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort, wo man das auch haben kann. Und ich habe schon gemerkt, so in der Anfangsphase, wo ich das nicht so ganz überschaut habe, wird es dann richtig stressig, wenn du dann nicht wirklich einkaufen gehen kannst oder du willst unerkannt sein. Also nach einer Zeit ist es halt nicht mehr so lustig, wenn du im Restaurant bist mit jemandem und keinen Bissen runterkriegst, weil du andauernd irgendwie eine Frage beantworten musst. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Also hier kann man eigentlich sehr anonym leben, wenn man es will. Aber wenn ich mit einer weißen Limousine vorfahre, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern. Das ist klar. Ich sehe das immer so. Oder 10 Bodyguards.
dann wirst du wirklich vermöbelt eines Tages. Also ich glaube schon so, dass das, was man an Energie rausgibt, das bekommt man auch zurück. Ich war in Kanada bei einem Jay Leno-Verschnitt, sage ich jetzt mal. Also der Jay Leno von Kanada, leider weiß ich seinen Namen nicht mehr, hatte eine Talkshow dort und da durfte ich dann zwei Songs singen und habe mich dann hingesetzt. Da war ich gerade auch auf Tour mit Cher und war halt da als Gast, Talkgast auch geladen. Ne? Und er war halt ein ganz lustiger Typ und hat mich dann gefragt, wo kommst du denn her? Ja, und ich habe natürlich gesagt, ja, Germany, this and this and that. Und dann konnte er sich nicht verkneifen, zur Belustigung der Zuschauer, zu sagen, aber, hallo mein Junge, erstens schaust du gar nicht so aus und zweitens, die einzige Musik, die ihr machen könnt, ist die hier. Da habe ich es dann das erste Mal gemerkt, wie was stereotyp und klischeehaft die Leute noch denken. Und dann habe ich ihm natürlich aufgeklärt und gesagt, nee, so ist es gar nicht mehr. Für die es nicht wissen, naja, also so ein kleiner Botschafter war ich vielleicht hin und wieder. Wenn das ein Beitrag war, dann war das vielleicht ein Beitrag, die Weltstadt mit Herz zu vertreten und zu zeigen, dass, ja, dass es da mehr gibt als nur Bierhosen und Bier und Bierseligkeit. Gut. Damals, also wie gesagt, als ich dann gehen wollte, kam mir München eben nicht wie eine Weltstadt vor, sondern eigentlich eher wie ein provinzieller kleiner Ort. Mittlerweile sage ich, ich weiß auch, im Ausland kennen viele Leute die Stadt und es ist nie was Negatives. Also für mich ist es wahrscheinlich das Gemütliche. Das ist genau das. Ne? Also die Stadt hat mir von Anfang an so eine Art Ruhe gegeben. Ne? Die Ruhe konnte dann auch hin und wieder umschlagen in Unruhe. Was habe ich der Stadt gegeben? Schwer zu sagen. Eigentlich nicht viel. Bisschen Musik. Ein neues Gesicht. Ein kleines neues Gesicht. Manzi, manzi, panzi, Hong Kong, Ting Tang, Kai Putin, die Peking, Kiki, Wai, Hai, Wai, Titi, Tati, Mokka, Zipi, Zipi, Zappi, Huki, Tuti, Supi, Mongolei. Über 100 Jahre Scherzartikel und Zauberbedarf. Frau Moser und ihr Sohn sind der Zauberkönig. Ein kleiner Laden, der weltweit für Unterhaltung sorgt. Spinne haben wir schon da in kleinem Format. Ein bisschen Dekoration. Halt. Schauen Sie mal sowas da. Ja, sowas Nettes, außer Spinnen. Also Spinnen, ja, aus Würmer oder ja, Kadalaken. Tinketink, Snedreding, Tink, Tink, Tinketa, Nativativu, Kakatu, Kakata. Kundschaften von der ganzen Welt eigentlich, überall. Das ist gleich, ob das Russland oder Urwald, also ich habe schon Kundschaften gehabt von Urwald, von China, von Amerika, von Japan, also Frankreich, also überall das herkommt. Ich weiß, ich war einmal in New York und da bin ich im Zauberladen und der war in 30. Stock drum. Der Zauber. Und dann haben wir gedacht, weil wenn ich ins Ausland gefahren bin, Englisch kann ich nicht viel, aber das Erste war, dass ich ins Telefonbuch reingeschaut habe, wenn ich Magic gefunden habe, dann habe ich mich mit dem Taxi da hinfahren lassen und dann bin ich da reingegangen. Gell? Und viel beim Zaubern braucht man nicht viel reden, dann sagt man das oder dann weiß man Bescheid. Und dann bin ich aufgekommen und dann habe ich mir das verschiedene Sachen zeigen lassen. Und dann hat er gesagt, er war in München. München bei Zauberkönig. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Madame begrüßen. Gut. Danke. Und was gibt's Neues? Was hast du Neues am Lager hier? Wahrscheinlich hast du einen neuen Trick wieder für mich, oder? Ich habe nichts. Das sind diese Trainingskarten, nicht? Das zum Beispiel kann der Herr sehen, wie man mit einer Trainingskarte umgeht. Die ist da, die ist weg, die ist wieder da. Die ist weg, die ist auch hier weg, nochmal weg. Madame Pompadour. Ja, ja. Ich habe Besuch gehabt heuer von
von in Brasilien. Brasilien, ja. Und da sind wir natürlich im Biergarten, haben wir die alles mitgenommen, gell, und das ist natürlich für diese, das ist da schon was Besonderes. Einfach gemütlich zusammensitzen in einem Biergarten oder sowas, das ist, gehört, ist für mich auch ein Stück München. Das ist klar. Und wie gesagt, diese Gemütlichkeit, die man sich schon schaffen kann, wenn man weiß, wohin man geht, diese bestimmten Plätze an der Isar oder sowas, das ist eigentlich das klassische München. Ja. Aber das finden die natürlich nicht, weil sowas natürlich auch nicht im Reise vorsteht. Wenn die Fremden keine Bekannten in München haben, dann kriegen sie es gar nicht mit. Nee, wie die zehnmalige Ganze mit Etsy, Lava die schon wette, wetz, wum, wum, Goll, wo die Pumpin, wuschi, wuschi, sieb, wetz, susi, 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 witzi, rum. Ich hab das damals angefangen, wie ich den Laden übernommen hab, dass ich so ein Buch gehabt hab, und da hab ich sämtliche die Prominenten reinschreiben lassen. Bötticher. Der Bötticher, der ist auch als Kunde, der Hansi Müller, der Max Krieger. Und das ist der Hexer von Meißen. Der zaubert auch. Ja. Und da ist jetzt der Michael Jackson. Und ich habe eigentlich einen Michael Jackson nicht gekannt, gell, weil das war eigentlich nicht meine Zeit. Und er kommt um 6, ich sage, ja, ich bis um 6 bin ich da und dann gehe ich wieder. Gell. Und dann um 2 ist er dann nur mehr gekommen, ja, ich soll nichts sagen, sage, ja, ich sage nichts. Und als der Michael Jackson kommt, also hat mir mein Sohn angerufen und hat gesagt, Mutti, den kennst du schon, das ist der mit dem Affen. Und um 5:30 kommt er natürlich mit Gefolge. Dann hat er nur da den Neger da dabei gehabt. Das war der Bodyguard und das war der Bursch. Aber für meine Begriffe ist er dieser ganz normaler Mensch. Gell? Er hat sich da wohl gefühlt weil ich ja nicht in Ohnmacht gefallen bin, die anderen Leute, gell. Und waren uns dann gut unterhalten und hat eigentlich auch verschiedene Sachen gekauft. Und da ist eigentlich kein Problem nicht gewesen, gell. Für meine Begriffe ist er ein armer Mensch, weil er kann noch keinen Schritt machen, dass andere nicht was finden bei ihm, gell. Und für alle Fälle ist er ein ganz normaler Bursch. Ja, und so habe ich verschiedene Sachen eben erinnert. Die erste Karte, die ich eigentlich bekommen habe, das war von wo war das? Von Indonesien. Und das ist nur also Firma Moser, Familie Moser, Zauberkönig Sonnenstraße. Keine Nummer und keine Stadt und gar nichts, aber die ist natürlich angekommen. Das war auch ein Münchner Original, ja. Ja. Und der ist ganz plötzlich gestorben, nicht irgendwo? Nein, ja, so eigentlich, ja, dann Krebs gehabt, gell? So von um Runde, wie so Zitrone, da legst du nieder, blink, blam, blum. Tutti, tutti, grossi, heiße Suppi, Plotzi, Ram auf Säcken und von hinten rum. Ich höre immer wieder München, Weltstadt. Sicherlich von den Einwohnern würde ich schon sagen, kann man schon auch als Weltstadt. Aber da, glaube ich, gibt es auch in Deutschland sicherlich andere Städte, die einfach weltstädtischer rüberkommen. Ne? München ist eigentlich eher ein gemütliches Dorf. Ein großes Dorf, aber ist ja kein Nachteil, sage ich jetzt mal. Das müsste schon ganz dumm hergehen, dass ich nochmal von München weggehen würde. Aber es, also mir gefällt es und ich möchte schon da bleiben. Dinki ding, nedra ding, 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 dinki da. Nasi wasi bu, kakadu, kakada. Dinki ding, nedra ding, 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 dinki da. Nasi wasi bu, kakadu, kakada. Drei Münchner und eine Münchnerin. Sie leben gerne in ihrer Weltstadt mit Herz. Die Klischees lassen sich ertragen. Für das eigene Leben findet sich sowieso ein Weg, der sich nicht in einem Slogan zusammenfassen lässt. So wird aus der Weltstadt mit Herz einfach ein Stück Heimat. Das ist die Seele der Stadt. Eine Herzstadt mit Welt eben.